So, fehlen uns noch die Bereiche, die der Wolfgang Eder betreut hat. Den Wolfgang brauche ich Ihnen nicht mehr vorzustellen. Es ist gestern ja mehrfach erfolgt, unser digitaler Connector, um das jetzt einzudeutschen, also der Verbindungsoffizier zum World Wide Web und den neuen Technologien. Lieber Wolfgang, wir freuen uns auf deine Präsentationen. Wenn du möchtest und das Kabel wieder einen Wackelkontakt hat, würde ich heute die Kabelbetreuung übernehmen. Nein, es ist jetzt ein anderes Kabel. Wir sind okay. Die Technik ist, ich finde sowieso sensationell hier, also wenn ich das mal nur so nebenbei erwähnen darf. Wie ihr das alles managt, beeindruckend. Gut, so, ich schaue gerade noch, dass ich da alles so auf online habe, wie ich das wünsche. Gut. Ausgezeichnet, sehr gut. Gut, danke fürs Aufschalten. Wir waren in zwei Online-Think-Tanks. Und in diesen beiden Online-Think-Tanks haben wir uns einerseits damit beschäftigt, individuell gesehen, die eigene persönliche Wirksamkeit, die persönliche Leistungsfähigkeit so in diesem Online- und digitalen Raum. Und im zweiten Online-Think-Tank haben wir uns mit Digital Leadership beschäftigt. Das heißt, was kann die Führungskraft dafür tun? Ich zoome jetzt mit Ihnen in die Ergebnisse rein, die wir bei Digital Efficiency erarbeitet haben. Wir haben uns so 5 Aspekte angeschaut, in denen es immer wieder darum geht, an sich selber die Maßstäbe anzuwenden, die man sich von den anderen wünscht. Und ich sage Ihnen einfach 2, 3 Hebel oder 3, 4 Hebel, die wir gefunden haben. Ein erster, nicht unbedeutender Hebel ist einmal, wofür verwende ich meine Zeit? Sie kennen das, online zoomt an rein und weg ist man. Ja, das heißt, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber dass am Ende des Tages ich mich dann manchmal frage, mei, was könnte ich noch tun? Ich bin schon mit allem fertig. Das passiert sehr selten. Gerade im Gegenteil, man hat eher oft das Gefühl, meine Güte, da wartet noch so viel auf mich. Und wir haben gesagt, kontrolliertes, Anführungszeichen, Mangelmanagement ist es eigentlich, dem wir uns stellen müssen. Wir sind Multiprojektmanagerinnen in einer Multiprojektumgebung und wir sind gleichzeitig die wichtigste Projektressource. Und wie teile ich das am besten ein? So, dass ich vorher Zeitbudgets zuteile und mir überlege, welcher meiner Rollen, welcher meiner Aufgabengebiete, welcher meiner Tätigkeitsfelder online und so weiter, gebe ich welches Zeitbudget, wissend, dass ich mehr Zeit für eine Rolle brauchen würde, aber dann frisst man die eine andere Rolle weg, die mir auch von Wert ist, nämlich die Rolle zum Beispiel als Vater oder was weiß ich, als Dosenöffner für meine Katzen. Und aus dem heraus, ja, ist Timeboxing ein guter Hebel, der im Zeitmanagement in den letzten Jahren ja so gehypt worden ist. Und ein Werkzeug, das wir uns dafür angeschaut haben, war zum Beispiel das Habit Tracking, wo man sich halt vorher wirklich zuerst mal überlegt, was habe ich denn so vor diese Woche in Häufigkeiten oder in Zeitverteilungen und das dann schön auf die Woche verteilt. Das heißt, wo möchte ich es denn unterbringen? An welchen Tagen möchte ich wie viel? Entweder welche Tätigkeit oder welche Zeit unterbringen. Ja, und da müssen wir natürlich uns auch nachträglich auf die Finger schauen, haben wir das auch so getan? Und im Wochenresümee stelle ich fest, ob diese Balance jenes Gefühl ergibt, das ich mir vorher von ihr erwünscht hätte. Und das war's. Und das ist eigentlich die Idee des Timeboxings, also eine Art kontrolliertes Einteilen von Zeitbudgets. Ganz was Einfaches und ganz was Simples, aber ein Hebel, wissend, dass ich ja gerade online arbeite und noch 3 Stunden arbeiten könnte, aber dann wird was anderes runterfallen. Und eine Gemeinheit, mit der wir uns hier immer wieder beschäftigen müssen, ist dieser fiese Sägeblatteffekt. Der Mensch kann ungefähr eine Dreiviertelstunde lang am Stück hochkonzentriert, hochfokussiert überhaupt seine Aufmerksamkeit halten. Das ist diese Kurve hier. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie fangen mit einer wichtigen Aufgabe an, ja, hängen Sie rein, denken sich rein und Sie legen so richtig los und es entsteht jetzt sozusagen Ihre Leistung. Und dann kommt der E-Mail und sagt, quang, quang. Genau, Sie schauen kurz rüber zur E-Mail, das dauert nur 1 Minute. Aber was ist mit der Konzentration in der Aufgabe, in der Sie drin waren? Genau, die fällt ein bisschen und braucht ein bisschen, bis sie dort ist, wo sie war. So, jetzt kommt eine Kollegin, ruft an und sagt, du, dieses oder jenes. Okay, nette Kollegin, ich sage, du, ich rufe dich später zurück. Ja, genau, was ist passiert? Wieder das Gleiche. Ich bin wieder ein bisschen draußen und brauche wieder ein bisschen, bis ich wieder drin bin. Und dann kommt noch die WhatsApp-Nachricht von der Tante Erna, die fragt, ob wir am Wochenende zum Knödelessen kommen wollen. Das ist was sehr Wichtiges, ja, aber es müsste nicht unbedingt jetzt sein. Und wieder hat es mir ein bisschen ausgerissen. Und ganz ehrlich, eigentlich wäre es doch hier ein guter Zeitpunkt gewesen zu sagen, warum denn nicht am Ende mich dem widmen und für eine Dreiviertelstunde mich ausgeklinkt haben. Und die Idee, die wir daraus ableiten könnten, wäre,
Musterunterbrechungstätigkeitswechsel nach ungefähr einer Stunde einplanen, aber mindestens 2 Sprints pro Tag kehren mir. Und da ist das Ding sogar, das Handy, sogar ausgeschalten oder weggeschalten. Nur eine Kleinigkeit, man kann Outlook schließen. Computer funktionieren ohne Outlook. Das ist undenkbar früher gewesen, aber es geht. Okay, also das war ein Ansatz. Dann haben wir gesagt, was auch von Bedeutung ist. Übrigens, ich sehe manche von Ihnen sich Fotos machen. Sie erhalten diese Folien natürlich in der Dokumentation, das ist eh klar. Im Täglichen ist es oft so, wir steigen so effizient in ein Online-Meeting ein. Ja. Im wirklichen Leben, stellen Sie sich Folgendes vor, er kommt gerade gechillt aus der Mittagspause, sie hat Homeschooling gehabt und das war gerade richtig spannend mit viel Stress und allem drum und dran. Wären die beiden in einem gemeinsamen Raum, würde er sagen, meine Güte, wie schaust denn du aus, zupfte Haare und so weiter, was rennt denn gerade? Ja? Die würden sich synchronisieren. Im Online-Raum sagen wir, was ist die Agenda und los geht's. Ja? Das heißt, eigentlich ist das, was wir Menschen uns begrüßen, uns aneinander synchronisieren, eingrooven, im wirklichen Leben so wichtig ist, im Online-Raum ganz bedeutsam. Das heißt, zuerst synchronisieren, dann kommunizieren. Blickkontakt. Sich sehen. Wahrnehmen, was los ist auf der anderen Seite. Wie geht's da? Ein bisschen Smalltalk. Das ist eines meiner Lieblingsrituale, Gutes und Neues. Nicht mit der List of Open Issues anfangen, sondern zuerst mal, was haben wir seit dem letzten Mal gut und Neues bewirkt? Und da muss ein jeder und eine jede ein Statement dazu sagen. Good Vibrations, das ist genau das. Zuerst Endorphin, Adrenalin kommt dann eh später noch. Oder irgendwelche Warm-Up-Runden. Und das ist auch gleich ein Stichwort gewesen, da haben wir gemerkt, das war nämlich ein spannender Moment in unserem Online-Think Tank, weil gerade zum Thema Blickkontakt habe ich gesagt, eigentlich ist spannend, ihr seid alle gerade so schwarz und ausgeblendet, ich sehe euch nicht. Genau, wir lieben es, dass wir die Kamera ausschalten können, da können wir nämlich nebenbei noch irgendwas anderes machen, aber das ist halt die nächste Golden Rule, die wir uns dann mitgenommen haben, wir haben gesagt, as Avenger online, dann müssen wir uns auch sehen. Ich bringe Ihnen dazu noch ein kleines Beispiel, das ist mir mal passiert bei einem Online-Training vor ein paar vielen Monaten. Ich habe schon eine Dreiviertelstunde lang gepredigt, das war ganz spannend, habe ich gefunden. Ja. Und ab August, 10 Minuten muss ich jetzt noch irgendeinen Input, der gehört noch fertig. Und habe eine kleine Auflockerung gemacht, habe einen kleinen Witz gemacht. Und man dachte, der ist gut, der wird die Leute aufwecken. Ich weiß ja nicht, was passiert. Sehen Sie, das sind alles nur leere Fenster, alles ausgeblendet. Ich schalte mal kurz die Kamera ein. Ja. Und dann sehen Sie, dass dieser Witz, den ich gerade gemacht habe, grandios schiefgegangen ist. Weil jetzt schauen Sie mal, 5 schauen, oh meine Güte, zum Fremdschämen der Alte, ja. 2 lachen, okay, was sind irgendwo, ganz vorwurfsvoller Blick von der Dame hier, selbst meine treueste Zuhörerin, die Katze, schaut mich schon ganz böse an, und der unten rechts ist davon gerannt. Das heißt, sind wir doch bitte so fair für unsere Online-Wirksamkeit, dass wir uns auch wirklich sehen dürfen und nicht nur der Referent oder die Vortragende da quasi sichtbar ist. Also das war sozusagen dann der 4. Punkt, den wir gefunden haben. Und der 5., da wenn Sie Lust haben, würde für Sie auch auf ein Digital Connecting dann wieder warten. Wir haben gesagt, wenn wir diesem Team hier allen ganz fair gegenüberstehen wollen und die gleiche Aufgabe geben wollen, nämlich rauf auf den Baum, dann wissen Sie natürlich, dass das für Einzelne von denen ganz leicht zu leisten ist und für andere schwierig, weil es Kraft ihrer Anlage ganz schnell sichtbar ist, dass sie für die Aufgabe gerüstet sind. Und wir glauben aber, alle von uns sind fürs Online-Arbeiten auch gleich gerüstet. Und das ist einfach unfair, weil Menschen ihrer Persönlichkeit folgend sich mit verschiedenen Medien und verschiedenen Umgangsformen einfach schwerer oder leichter tun. Und das ist dieser Part, den wir hier für uns selber, wenn Sie Lust haben, im Nachgang screenen können. Da gibt es ein fantastisches Persönlichkeitsmodell, The Big Five. Ich erkläre das jetzt gar nicht im Detail, weil das würde Ihnen dann meine arbeitspsychologische Partnerin eh sehr genau erklären. Das heißt, wenn Sie Lust haben, tun Sie sich diesen Code abfotografieren. Sie finden ihn sonst sowieso dann auch nochmal in der Dokumentation. Die Idee ist, screenen wir unsere eigene Persönlichkeit und schauen, wie passt die zum Online-Arbeiten. Ich nehme Sie da jetzt ganz kurz mit auf diese Journey, damit Sie auch sehen, wie das Digital Connecting hier an dieser Stelle funktioniert hat. Wir haben gesagt, wir wollen das so machen, dass die Menschen, die jetzt live, also im Workshop haben wir das live gemacht, dieses Screening jetzt besucht haben, also ich gehe da jetzt ganz schnell drüber, weil mir geht es da nicht so um Punkt, ich habe es gleich, ich kann nicht gleichzeitig tippen. Und reden, habe ich gemerkt. So, ich mache da ganz schnell drüber, weil ich möchte Ihnen eine Kleinigkeit zeigen, die mir da von Bedeutung ist, damit Sie auch gleich sehen, wie der Test läuft. So, ich klicke da jetzt einfach ganz schnell durch. Es ist natürlich nicht jetzt meine Persönlichkeit, die Sie hier sehen. Das ist übrigens nicht irgendein Kram, sondern das ist richtig schön psychologisch evaluiertes Material.
die Big Five. So, und dann kommen die Testergebnisse raus, die werden Ihnen sofort erstellt. Da wird man zum Beispiel sehen, wo stehe ich so in der Riege der anderen. Also zum Beispiel meine Verträglichkeit ist durchaus okay, aber hinsichtlich meiner Offenheit liege ich ein bisschen unter dem Mittel. Und was wir dann gesagt haben, Sie haben recht, ma, Dankeschön. An das habe ich natürlich nicht gedacht, dass ich Ihnen diese Seite rüberlegen muss. Vielen Dank, dass Sie mich darauf hingewiesen haben. Vielen Dank. Also, ich habe gerade den Fragebogen durchgearbeitet sozusagen und jetzt kommen die Ergebnisse und da sehe ich dann sozusagen meine Ergebnisse. Und wirklich spannend, dass wir gesagt haben, der Mensch zählt. Das ist viel Text. Schön war, wenn ich das jetzt mit einer Arbeitspsychologin besprechen kann. Und hier ist sie. Die wartet da jetzt und fragt sie, was ist bei den einzelnen Werten rausgekommen und wird ihnen dann, je nachdem, was sie ihr sagen, ihre Empfehlungen geben. Wir haben da so ein System entwickelt, das so eine Art quasi Live-Coaching ist, aber natürlich ist es aufgenommen und so steht die Juli für alle die zur Verfügung, die darauf Lust haben und sich das anschauen wollen. Das wäre für uns so eine Möglichkeit zu versuchen, auch den Menschen wieder in das Ganze zu führen. Ich komme wieder zurück zu dem, wo wir vorhin waren. Das heißt, was wir damit versucht haben, ist, diese Job-Person-Passung ein bisschen besser für sich selber im digitalen Arbeiten zu erheben und dadurch die eigene Digital Efficiency zu beleuchten. Das war unser erster Think Tank. Wie gesagt, wenn Sie Lust haben, schauen Sie gerne vorbei. Sie finden dann in der Doku das alles. Beim Digital Leadership haben wir natürlich ein bisschen intensiver auf die Rolle der Führungskraft im Ermöglichen von digitaler Wirksamkeit und natürlich im Sinne von Arbeitszufriedenheit auch, hinschauen müssen, was kann die Führungskraft eigentlich tun in dieser Remote-Situation, um ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen optimale Ergebnisse überhaupt erst zu ermöglichen. Vier Bereiche haben wir gefunden. Etwas, was Sie alle kennen als Führungskräfte, ist der alte Satz, der uns immer wieder wehtut, first things first. Fokus. Mit dem Sägeblatt-Effekt haben wir es schon beschrieben, ist insofern so etwas Spannendes, weil da gibt es nicht nur den Sägeblatt-Effekt. Wenn es Ihnen als Führungskraft auch so geht wie mir, dass Sie 20 Punkte auf Ihrer To-Do-Liste haben oder verglichen mit jemandem, der wirklich Fokus in seinem Leben lebt, nur 5 Punkte hat, könnten Sie sagen, am Ende des Tages, diese Führungskraft hat zwar 5% ihrer Energie für 20 Tasks, bringt in Summe damit auch einen Summenvektor zusammen. Oder die Person hier auf der rechten Seite hat 20% ihrer Energie für 5 Tasks, kommt eigentlich in Summe, wenn man versuchen würde, hier so den Summenvektor zu rechnen, würde der ungefähr gleich ausschauen. Es stimmt nicht ganz, weil der hier bei jedem Umschaltvorgang sicher 1% seiner Kraft verliert. Haben wir gerade vorhin besprochen, Sägeblatteffekt. Der auch. Er schaltet 20 Mal um, er nur 5 Mal. Das heißt, der bringt 95% der PS auf die Straßen. Diese Person hier wahrscheinlich nur 80%. Und das ist der Grund, warum wir Führungskräfte davon leben, dafür zu sorgen, dass wir Ausgewählte sehr gut tun können. Wenn sie alles ein bisschen machen, haben sie nichts gescheit. Und dieses Vorpriorisieren, das darf ich nicht meinen Mitarbeiterinnen überlassen und sie mit tausenden E-Mails pro Tag zupflastern, dass die nicht mehr wissen, worum es geht, sondern mein Job ist als Führungskraft, diese Priorisierung zum Beispiel in Rückbindung an die Unternehmensziele oder an die Strategie so zu leisten, dass meine Leute einen fokussierten Tag haben können, so wie ich es mir auch von mir wünschen würde. Das war ein erster Hebel, den wir dort erkannt haben. Dann ein zweiter Satz, Ihnen allen bekannt, people join companies, but they leave managers. Führungswirksamkeit im digitalen Raum braucht eine bessere Standardisierung unseres Führungsverhaltens, weil wir den Menschen nicht dauernd begegnen. Man rennt sie nicht einfach so zwischen Tür und Angel oder beim Feueralarm, wie ich es gerade kürzlich am No-Center haben durfte. Das haben wir uns richtig begegnet. Wir haben gerade ein Seminar gehabt, dann Feueralarmprobe. Das ist wunderbar. Das ist eine optimale Begegnungsqualität. Endlich trifft man wieder alle. Sehr schön. Wie auch immer. Man muss dafür sorgen, dass diese Führungswirksamkeit vielleicht ein bisschen standardisierter abläuft mit dem Fokus auf den Menschen. Mein Lieblingswerkzeug dazu, Führung aus den FFFF. Von Buchacher und Wimmer, zwei Salzburger Uni-Professoren, vor 20 Jahren haben die das in einem Buch geschrieben, die haben mal gefragt, wo habt ihr das her? Die haben gesagt, wir wissen es nicht, das war plötzlich da. Das ist das Schönste. Das hat mein Leben verändert. Meine 160 Führungsseminare pro Jahr fahren immer nach dem Zyklus. Wir haben unsere 150 Führungstools genau nach dem Methodik, nach dieser Methodik aufgebaut. Ich zeige es Ihnen kurz. Mitarbeiterin muss wissen, was er oder sie zu tun hat. Das soll, muss klar sein. Erste Führungsaufgabe, also erstes F, fordern.
Genau. Sie wissen, jetzt wird es delegiert. Beim Delegieren muss ich aber sicherstellen, dass auch ein bisschen Unterstützung mit drinnen ist. Da sollte jetzt eigentlich so ein Pfeil sein, der wird da fast nicht dargestellt, merke ich gerade, auf dem Bildschirm. Vielleicht wird er auf den anderen Bildschirmen dargestellt. Wie auch immer, ich muss sorgen dafür, dass die Mitarbeiterin das hat, was sie braucht, um den Job machen zu können. Jetzt wird sie ein Ergebnis abliefern und ich muss kontrollieren. Und auf Kontrolle braucht es Feedback. Dieses Feedback wird sagen, gut gemacht oder nicht gut gemacht. Wenn es gut gemacht war, können wir wieder von vorne anfangen. Wenn es nicht gut gemacht war, dann wird es eine Nachforderung sein. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist das vierte F, nämlich das Freuen. Nämlich durch Selbstwirksamkeitserleben, das zu ermöglichen oder durch Lob, Würdigung, Dankbarkeit, Aufmerksamkeit, jene Anschubmotivation zu leisten, aus der wir wieder von vorne anfangen können. Und dann haben wir gevotet, Sie kennen die Voting-Ergebnisse immer wieder. Ich zeige Ihnen das Bild gar nicht, das ist ganz einfach. Da hat es geheißen, tue ich mir am meisten schwer, Feedback zu geben. Und wir haben dann auch noch so ein Voting gemacht, wo wir verglichen haben, wie führe ich und wie erlebe ich meinen Chef oder meine Chefin. Da waren dann auch noch mal interessante Divergenzen drinnen. Das heißt, worum es eigentlich geht für uns als Führungskräfte ist, unser Führungshandeln zu standardisieren. Und das ist im Online-Raum doppelt notwendig, damit wir es auch wirklich machen, fordern, fördern, Feedback freuen. Und diesen Zyklus, finde ich, sollte bei den Weekly One-on-Ones pro Mitarbeiterin schon einmal durchlaufen haben. Haben wir ein bisschen darüber diskutiert und haben uns über unsere Führungskräfte ausgetauscht, wie die das tun. Nicht alle haben optimal abgeschnitten, aber ja. So, zwei Sachen noch. Wir haben gesagt, es geht nicht nur ums Individuum im Online-Raum, sondern auch um das Kollektiv, das Team. Was braucht ein Team, um leistungsfähig zu sein? Gute alte Kasseler Teampyramide, 1972, gilt immer noch auch im Online-Raum. Erster Schritt, die Leute müssen wissen, was sie zu tun haben. Zweiter Schritt, sie müssen wissen, wer was zu tun hat. Dritter Schritt, wir müssen wissen, wie wir es tun. Aufgabenbearbeitung, Kommunikation, Kooperation. Daraus hoffentlich entsteht schon sowas wie Zusammenhalt, wir müssen es aber auch gestalten. Hier haben wir intensive Diskussionen gehabt, sollten wir wieder mehr in Teambuilding investieren? Definitiv. Jetzt nach dieser langen Zeit erst recht. Ich habe es Ihnen eh gestern auch geschildert in diese Richtung. Ja, und daraus entsteht das, was wir uns alle wünschen, geteilte Verantwortungsübernahme, dass die Leute füreinander einstellen. Ich habe folgendes Synonym gebracht, stellen Sie sich vor, Sie wohnen in einem Wohnhaus, gehen die Stiegen runter, da sind mehrere Parteien, liegt der Blattelpapier zusammengeknüllt, irgendwo im Eck, Müll. Gehen Sie dran vorbei oder glauben Sie es auf? Genau, ich habe es nicht hingeschmissen. Aber fühle ich mich für alles hier so mitverantwortlich, dass ich es mitnehme und wegschmeiße? Das ist genau das, was wir Führungskräfte uns von unseren Mitarbeiterinnen wünschen. Nur kann man nicht erwarten, dass das einfach so vom Balkon her springt, sondern das baut auf, sagt die Kasseler Teampyramide. Und das ist das, worauf wir im Online-Raum Rücksicht nehmen müssen, das wiederherzustellen, vielleicht auch wieder nachzutunen. Natürlich wird es von Umwelteinflüssen mitbearbeitet. Das waren schöne Diskussionen, die sich hier ergeben haben. Letzter Punkt. Wir haben es gerade so ein bisschen hinter uns. Storms make trees root grow deep. Es war eine zache Zeit. Ich weiß nicht, wie es in Ihrer Branche war, aber ja, es hat sich viel getan. Wir haben viel ausgehalten und wir sind stärker geworden daran, denke ich mal. Ja. Was wir uns dabei aber auch anschauen könnten ist, wie geht es uns dabei? Ja, also welchen Preis vielleicht auch haben wir dafür bezahlt? Und das war auch wieder sowas, wo wir gesagt haben, eigentlich muss ich Ihnen da noch eine Person vorstellen. Das ist jetzt gegendert, das ist kein Stehaufmännchen und kein Stehaufweibchen, sondern ein Stehaufbärchen. Und zwei Einflüsse hat dieses Stehaufbärchen. Das, was es ein bisschen aus der Bahn wirft, das, was uns das Leben schwer macht, die Beanspruchungen, und das, was das Leben wieder gut macht, sozusagen das, was uns wieder aufstellt. Diese Balance ist doch eigentlich das, um die es geht. Und was dabei noch mitzählt, ist die Batterie, sprich die Resilienz in dem ganzen Spiel. Und sozusagen dieses Bild von, was lädt mich auf, was kostet mich Kraft und wie kann ich dem Kraft meiner Resilienz begegnen. Auch dafür haben wir dann wieder ein Screening gehabt und das wieder auf die genau gleiche Art und Weise hingeschaut hat. Diesen Digital Health und Performance Check, der ist sehr umfangreich, da braucht man ein bisschen länger. Der hat nicht ein paar so Fragen wie vorhin, sondern der ist richtig umfangreich. Und auch über den haben wir uns dann ein bisschen unterhalten und versucht herauszufinden, wo stehen denn wir? Möchte ich die Ergebnisse jetzt ehrlich gesagt nicht mit Ihnen teilen, weil das sind natürlich sehr individuelle Ergebnisse. Und auch da hat dann die Arbeitspsychologin wieder mit Videos auf die Teilnehmerinnen gewartet und hat sie ein bisschen durchgecoacht. Das war ungefähr ein Kurzresümee dessen, was wir versucht haben, in diesen Online-Think-Tanks zu
bewirken. Ja, wie gesagt, es ging um Digital Leadership und es ging um Digital Efficiency. Wenn Sie jetzt Lust haben, die Screenings zu machen, schauen Sie gern dort vorbei. Kann ich heute jetzt hier noch Fragen beantworten? Gibt es gleich weiter an Sie? Wolfgang, oh je, alles gesagt. Dankeschön, du bleibst aber bitte gleich da. Wir selbstverständlich. Leiten gleich über. Ich glaube, wir können ruhig dem Wolfgang auch einen Applaus zollen nach dieser perfekten Präsentation. Applaus